Meinen ersten Kontakt mit der Stadtsicherheit hatte ich Anfang der 70er Jahre, als ich nach dem Studium erstmal eine Weile ohne Arbeit war. Und da hat die Stasi noch einen Versuch unternommen, mich mit einer leichten Erpressung anzuwerben. Und dadurch, dass ich jedem von diesem Anwerbeversuch erzählt habe, wurde ich als Quelle unbrauchbar. Ich wusste aber, dass das ein gutes Mittel ist. Also da ist der Kelch an mir vorübergegangen. Aber ich stand dann seitdem unter Beobachtung, das habe ich auch gemerkt und jetzt auch in den Akten wiedergefunden. Und Mitte der 70er Jahre, oder 76, 77, ist dann ein operativer Vorgang angelegt worden. Also das hieß also sehr engmaschige Überwachung und auch Überwachung meines ganzen Umfeldes. Und es spitzte sich dann zu, dass teilweise auch jeder, dem ich auf der Straße guten Tag sagte, der wurde hinterher nach seinem Ausweis gefragt, der wurde registriert, der wurde überprüft. Und es gab so zwei Arten, einmal eine offene Beschattung und einmal eine verdeckte. Eine verdeckte mussten wir nicht unbedingt mitkriegen, aber wir hatten langsam einen Blick dafür bekommen. Und die offene war eine ganz demonstrative, dass also drei Männer so im Abstand von 2 Meter immer hinterher liefen oder hinterher fuhren und auch vor der Haustür standen. Auch manchmal Tag und Nacht stand ein Auto vor der Haustür. Dann hatten sie eine Kamera installiert. Das haben wir damals natürlich nicht hundertprozentig gewusst, sondern nur geahnt. Im Haus gegenüber, aus dem Fenster in gleicher Höhe, wurde in unser Fenster hineingefilmt. In den Stasi-Akten habe ich dann die Verschriftlichung des Videobandes gefunden, aus der so zu entnehmen war, große Person läuft im Raum von links nach rechts. Auf dem Tisch stehen Kannen, in Klammern vermutlich Kaffee. Also so solchen Blödsinn. Aber sie haben natürlich auch gesehen, beobachtet, wer hineingeht in unser Haus und wer herauskommt. Und dann steht dann irgendwann in diesen Protokollen und um 2 Uhr geht bei Poppes das Licht aus. Das sind die hochinteressanten Stasi-Akten. Aber es war nicht nur lustig, sondern es war natürlich auch lästig und auch bedrückend manchmal. Wir haben einmal ein Mikrofon gefunden in unserer Wohnung. Damit hatten wir endlich mal einen Beweis, weil man ja auch sich des Verdachtes aussetzt, wenn man sagt, ja, die Wohnung wird abgehört, dass dann andere, die sich das nicht vorstellen können, meinen, man würde sich überschätzen oder so. Also es war gut, dass wir mal so etwas hatten. Mein Mann war ja Physiker, hat das gleich ausprobiert und es war ein sehr empfindliches Mikrofon. Und wir mussten damit rechnen, dass nachdem wir das ausgebaut hatten, auch ein neues wieder eingesetzt wird, was dann natürlich auch der Fall war. Auch mein Arbeitszimmer im Museum wurde abgehört, Telefone sowieso. Und dass diese ganzen Informationsmengen, die füllen jetzt diese Aktenordner. Aber das Bewusstsein, dass jedes Wort, jedes Private, jeder Streit um den Abwasch von denen mitgehört und ausgewertet wird, ist schon nicht so einfach zu verkraften. Wir haben natürlich irgendwie versucht, uns drüber hinwegzusetzen und ein normales Leben zu führen und zu sagen, es ist uns doch egal, was die mitkriegen. Wir haben bloß aufgepasst, also in bestimmten Situationen eben keine Namen zu nennen oder bestimmte Sachen haben wir eben immer nur außerhalb der Wohnung besprochen oder auf Zettel geschrieben.